Velvet, hast du schon den aktuellen Podcast gehört? Ja, Dancer. Und ich glaube, eine Kolik möchte ich keine bekommen. Na, das trifft sich gut. Ich unterstütze dich gerne dabei, dass du sicher nicht mehr als 2,5 Kilo Kraftfutter isst. Lass mich an deinen Futterdruck. Netter Versuch, Dancer. Netter Versuch. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Willkommen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Berger? Ja, grüße Frau Berger, jetzt kommen wir zusammen. Julia Kistner von Auf Trab. Frau Berger, ich möchte erstmal mich bedanken, dass Sie dabei sind und vielleicht können Sie erklären, was Sie bei der Veterinärmedizinischen Universität Wien tun. Ja, also ich bin seit 1996 an der Abteilung für interne Medizin, primär beim Pferd. Ursprünglich haben wir auch Kleintiere behandelt, bevor wir nach Spezies getrennt wurden und seither eben in der Internistik tätig. Das heißt, unser Aufgabengebiet umfasst natürlich gastrointestinale oder respiratorische Probleme, das heißt Asthma, Kolik, aber auch natürlich Erkrankungen der Harnwege, neurologische Erkrankungen, Hauterkrankungen, innere Organe. Also es ist ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet, genau, sehr weit gesteckt. Und 2007 habe ich die Prüfung zur Diplomate des European College of Equine Internal Medicine abgelegt, also bin auch europäische Fachärztin für interne Medizin des Pferdes. Ich würde mich so mal auf die Kolik konzentrieren, weil es doch ein sehr, sehr breites Thema an sich schon ist und sehr häufig ist. Wie kommt es eigentlich zur Kolik? Es gibt viele potenzielle Auslöser für Kolik. Man muss dazu auch sagen, dass Pferde leider etwas ungünstig gebaut sind, diesbezüglich zumindest für die Haltungsbedingungen, die wir ihnen vielfach bieten. Sie haben einen recht kleinen Magen, der üblicherweise so etwa 10 bis 20 Liter Inhalt fasst. Das heißt, sie sind ja darauf ausgelegt, eigentlich ständig bis zu 16 Stunden am Tag dabei herumwandernd kleine Mengen Nahrung zu sich zu nehmen, die sie sich quasi erarbeiten müssen. Bei uns bekommen sie doch größere Portionen, seltener am Tag, sodass hier Magenüberladungen und Magenbeschwerden häufig Kolik auslösend sein können. Zumal sie auch nicht erbrechen können, was das Ganze ja noch erschwert. Sie haben einen sehr starken Magenschließmuskel und auch ein sehr langes Gaumensiegel, das ihnen das leider verunmöglicht, die Nahrung wieder aus dem Magen heraus zu befördern, auf Sehdruckraten Wege. Dann haben sie ein sehr langes Dünndarmgegröße. Das heißt, der Dünndarm des Pferdes ist so etwa 20 bis 30 Meter lang und sehr lang aufgehängt, sodass der auch zahlreiche Wege findet, sich in bereits bestehende oder traumatisch erworbene Lücken einzuklemmen, sich um sich selbst zu wickeln und zu verschlingen, in sich selbst einzustülpen. Also der kann durch seine große Beweglichkeit leider auch recht unangenehme Koliken hervorrufen. Des Weiteren hat auch der Dickdarm, vor allem die linken Längslagen des Kriemdarms des Pferdes, der für die Heuverdauung sehr wichtig ist und auch ein sehr großer Darmteil ist, der fasst doch bis zu 80 Liter Inhalt. Dieser Darmabschnitt hat einerseits auch eine gute Beweglichkeit, das heißt auch der Kriemdarm, wenn der aufgast, kann sich in viele Richtungen verlagern und verdrehen. Und zum anderen sind hier auch natürliche Engstellen am Darm vorhanden. Da sei die Beckenkrümmung genannt oder der Übergang der rechten oberen Längslage des Kriemdarms in den Querdarm. Das heißt, dort wird er physiologischerweise enger, was bedeutet, wenn andere Voraussetzungen dazukommen, wie Bewegungsmangel, sehr sperriges Raufutter, zu wenig getrunken oder ähnliches, dass der Inhalt etwas länger liegt und etwas eindickt, dann sind an diesen Engstellen natürlich Prädispositionen für Verstopfungskoliken. Das heißt, dort bleibt das Futter als erstes hängen und staut sich dann natürlich davor weiter an, sodass eine recht umfangreiche Verstopfung entstehen kann. Das ist wahrscheinlich die häufigste Form der Kolik, nehme ich an, oder? Also die eigentlich häufigste Form der Kolik, die wir hier als Überweisungsklinik natürlich kaum sehen, ist die Krampfkolik. Ja. Das ist eine Kolikform, die mit einer krampflösenden Medikation behoben werden kann, vielfach auch durch Spazierengehen und Bewegen des Pferdes sich von selbst löst. Mhm. Die zweithäufigste Kolikform ist sicherlich die Verstopfungskolik. Mhm. Das heißt, das ist etwas, womit wir sehr häufig zu tun haben. Mhm.
Sie haben da eh schon ein paar Präventionsmaßnahmen genannt. Wichtig ist, dass man mehrmals am Tag, nehme ich an, füttert und das Pferd auch genügend Bewegung hat und genug Wasser hat. Das ist speziell im Winter auch oder in der kälteren Jahreszeit sehr wichtig. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass gerade jetzt, so im November, die Kolikhäufigkeit zunimmt. Das heißt, das kalte Wasser kann hier sicherlich auch eine Rolle spielen, neben den Änderungen der Haltungsbedingungen, wenn die Pferde vermehrt aufgestallt sind und weniger auf die Koppel kommen. Mhm. So viele kleine Portionen am Tag, ausreichend Raufutter, Bewegung, genügend Wasser sind wichtige präventive Maßnahmen. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Kraftfutter über 2,5 Kilo am Tag gegeben das Kolikrisiko doch sehr, sehr stark erhöht. Mhm. Das heißt, da sollte man aufpassen und auch natürlich diese Menge auf viele kleine Portionen aufteilen. Das ist aber ein guter Einwand. Auch bei schlechtfutterigen Pferden sollte man da trotzdem aufpassen, dass man nicht zu viel Kraftfutter gibt oder das zumindest dann sehr gut aufteilt. Da sollte man auf jeden Fall Acht geben, wobei ja zum Auffüttern ohne dies besser raufaserbasierte Futtermittel geeignet sind als klassische getreidehältige Kraftfuttermittel. Mhm. Und ganz generell gilt, dass die Stärke des, beim Pferd relativ schwer verdaulich ist, des Getreides. Mhm. Das heißt, man sollte hier ohne dies aufpassen, nicht so große Portionen geben. Ansonsten können im Dünndarm nicht verdaute Kohlenhydrate in den Dickdarmbereich gelangen, dort Fehlgärungen hervorrufen und zu schweren Symptomen wie Colitis, also Dickdarmentzündung mit gravierendem Durchfall oder auch Hufrehe führen, was man sich natürlich alles nicht wünscht. Mhm. Also da ist es besser, wenn man versucht mit Raufutter, mit Heu, wenn es möglich ist, die Kalorien zuzuführen. Ja, das ist natürlich die Basis. Wenn das nicht ausreicht, kann man andere Futtermittel wie zum Beispiel Luzerne oder Grünhafer oder auch natürlich Rübenschnitzel, die ganz gut geeignet sind, die pektinreich sind, die sind für den Magen gut verdaulich, die unmelassierte Form natürlich, kann man zum Auffüttern nehmen. Nochmal zum Wasser zurückzukommen, weil Sie in den Winter angesprochen haben. Sollte man das Wasser beheizen, also in Heiztränken tun, oder muss man da auch wiederum aufpassen, dass das nicht zu warm wird? Dass die das dann ja, also zu warm mögen es die Pferde wieder nicht so gerne. Und es ist natürlich auch die Frage, was man erwärmt, ob es größere Kübel oder Wannen sind, wo man unter Umständen damit rechnen muss, dass das Wasser bei zu warmen Temperaturen auch mal kippen könnte. Mhm. Oder ob es Tränkebecken sind, wo das weniger problematisch ist. Aber zu warmes Wasser mögen die Pferde auch wieder nicht. Es sollte nicht frieren. Es kann bis zu lauwarm sein. Mhm. Wenn es dann schon so in Richtung körperwarm geht, dann mögen sie es meistens auch nicht mehr. Das heißt, da sollte man schon ein bisschen regulieren. Okay. Und gerade bei den älteren Pferden ist es schon wichtig, auch mal lauwarmes oder handwarmes Wasser anzubieten, weil die gerne Probleme im Schneidezahnbereich haben. Ja. Das nimmt auch ja zu. Diese EOTAH, das ist eine Parodontalerkrankung der Schneidezähne, die sehr schmerzhaft ist und wo die auf kaltes Wasser mit Schmerzen reagieren, so wie wenn bei uns die Zahnhälse freiliegen, und dann trinken sie natürlich zu wenig und neigen zu Verstopfungen. Ah, das ist auch ein guter Tipp. Also da sollte man vielleicht auch so in Richtung Mesh gehen und sehr wässriges Mesh, dass also auch wirklich genug Flüssigkeit noch zusätzlich. Ja, genau. Das kann man auch unterstützend machen. Man kann auch versuchen, eine Handvoll Mesh über einen Wasserkübel zu streuen. Auch dann trinken die Pferde das ganz gerne meistens. Ah, gute Idee. Oder einen Schuss Apfelsaft ins Wasser dazugeben als Geschmacksträger. Mhm. Das sind alles so Möglichkeiten, wie man das Trinkverhalten etwas verbessern kann. Unterschiedlich temperiertes Wasser eben anbieten, aus der Hand getränkt, wenn die Pferde wirklich zu wenig trinken. Mhm. Dann noch, jetzt haben wir mal die Verstopfungen gehabt, aber Sie haben auch in Ihrem Beitrag mal diätische und Gebissfehler oder Gebissfehler genannt. Was hat es damit auf sich? Also bei den Gebissfehlern generell sind zumindest jährliche Zahnkontrollen bei jungen Pferden, die noch im Zahnwechsel sind, oder den älteren Patienten auch halbjährliche oder noch kürzere, erforderlich, weil es dadurch, dass das Pferdegebiss ja nicht ganz gerade aufeinander steht, sondern das Unterkiefer enger ist als das Oberkiefer, entstehen an den Außenkanten der Obermalzähne, Oberkiefermalzähne oder an den Innenkanten der Unterkiefermalzähne gerne scharfe Spitzen und Haken. Mhm. Und die sind natürlich recht unangenehm, wenn sich die Pferde dann beim Fressen in die Wange beißen, in die Zunge beißen.
Das heißt, das führt dazu, dass das Futter nicht adäquat verkleinert wird, genauso wie andere Probleme wie Wellengebisse, die bei älteren Pferden häufig sind, wo die Kaufläche nicht mehr gerade ist. Mhm. Und das begünstigt natürlich wieder Magenprobleme und Koliken. Mhm. Das heißt, hier muss man, und eben auch diese Schneidezahnerkrankung, die EOTAH, die auch zu verschlechterter Fresslust führt und zu Koliken. Das heißt, Zahnkorrekturen sind ganz, ganz wesentlich prophylaktische Maßnahmen auch. Mhm. Bezüglich der diätetischen Probleme ist alles, was natürlich zu plötzlichen Futterwechsel führt, die Darmflora dadurch überfordert, speziell auch im Frühjahr natürlich das Anweiden, sei hier genannt, beziehungsweise auch im Herbst, wo das Gras ja wieder sehr zucker- und fruktanhältig ist, auch da kann es vermehrt zu Koliken kommen. Mhm. Wenn generell zu wenig Rohfaser gegeben wird, also das Heu gespart wird sozusagen, oder das Futter natürlich hygienisch fragwürdig ist, das heißt, wenn es verkeimt ist, mit Pilzen und Hefen belastet ist, oder auch wenn sehr viel vergleisterndes Futter gegeben wird, also wo viel Weizen drinnen ist, der für das Pferd nicht gut verträglich ist. Ja. Stark quellendes Futter kann ein Problem sein und natürlich auch Sandaufnahme. Aha, stark quellendes, warum kann, also dass das nicht richtig quellt und dann in den Magen das kommt. Ist genau, dass es nicht ausreichend aufgeweicht wurde. Das sind natürlich primär eben die Rübenschnitzel, vor allem die melassierten, die ja so in pelletierter Form sind, die wirklich sehr, sehr stark quellen, die man ausreichend lange mit ausreichend viel Wasser einweichen muss. Mhm. Wenn die nicht ausreichend aufgequollen, gefüttert werden, dann kann es natürlich dazu kommen, dass die erst im Magen so richtig quellen und das kann das Magenvolumen so überladen, dass es tatsächlich auch zur Zerreißung des Magens, zur Magenruptur kommt. Dann gibt es ja noch durch Parasiten und Infektionen verursachte Koliken, die sind wahrscheinlich nicht so häufig, oder? Da merkt man schon andere Krankheiten vorher. Genau. Sicherlich. Es hängt auch ein bisschen von der Altersgruppe an, gerade bei den jungen Fohlen, also bei den Absetzfohlen bis hin zu Jährlingen, haben wir durchaus auch mit Spulwürmern als Kolikursache zu tun. Mhm. Also es ist die typische Altersgruppe. Und das kann schon sehr ernst werden. Wenn ein großer Spulwurmbefall vorliegt, können die tatsächlich zu einem Dünndarmverschluss führen, wenn die alle irgendwo stecken bleiben, was eigentlich eine Kolikoperation nach sich zieht, aber auch zum Platzen des Darms führen kann. Das heißt, das ist nicht ganz so ohne. Mhm. Bei den erwachsenen Pferden, Weidepferden, sind es eher die Bandwürmer, die uns hier Beschwerden machen. Die sitzen an der Klappe, wo der Dünndarm in den Dickdarm einmündet, in den Blinddarm einmündet und können zu einer Verengung dieser Klappe führen, sodass hier Dünndarmverstopfungen davor eine Option sind, die ebenfalls chirurgisch zu beheben sind. Mhm. Oder auch Bewegungsstörungen des Blinddarms, sodass der invaginiert, das heißt sich in sich selbst einstülpt und sich quasi selbst verdaut. Ja. Auch das muss vielfach operiert werden. Dann das heißt, auch Bandwürmer sind nicht ganz so harmlos. Die sind auch gefährlich, ja. Und wie schaut es eigentlich mit Traumata aus oder Stress? Ist das auch eine Kolik? Ja, also Traumen sind beim Pferd eher seltene Kolik. Die Ursache kommt schon vor. Also wir hatten doch öfters mal Autounfallopfer, die äußerst unverletzt waren, aber bei denen der Darm innerlich geplatzt war. Denen ist leider dann auch nicht mehr zu helfen. Da geht es um die Diagnosestellung und darum, ihnen weiteres Leid zu ersparen. Mhm. Oder auch Pferde mit Fehlungsverletzungen sind des Öfteren vorstellig bei uns an der Klinik, die in einen Holzzaun laufen und sich dann in den Bauch stoßen. Mhm. Oder auch in die Deichsel einer Kutsche hatten wir schon. Mhm. Das heißt, sowas kann dann natürlich auch, wenn der Darm verletzt wird, mit Koliken einhergehen. Das ist aber meistens dann das sekundäre Problem in dem ganzen Geschehen. Mhm. Aber kann auch zu Kolik führen. Mhm. Bezüglich Stress, Stress ist eine sehr häufige Kolikursache, und zwar deswegen, weil Pferde durchaus stressempfindlich sind bezüglich des Magens. Ja. Das heißt, die haben auch häufig Magengeschwüre, die sehr wohl zu Koliken führen können, vor allem rund um die Futteraufnahme, wo sie das Fressen unterbrechen, unruhig werden, scharren, und auch typische Magensymptome, die man so anführt, zeigen wie vermehrtes Zähneknirschen, Speicheln, Gähnen, Flimmen. Das sind alles so Magensymptome, die man beobachten kann vielfach. Und gibt es eigentlich Wetterkoliken oder ist das nur eine Einbildung?
Wir alle Kliniker haben sehr wohl den Eindruck weltweit, dass es weiter Koliken gibt, obwohl interessanterweise in den Studien das nicht als statistisch signifikant herausgefunden werden konnte. Ja. Aber bei Wetterumschwüngen treten auf jeden Fall vermehrt Koliken auf. Das ist etwas, was wir als Notdiensthabende wissen und fürchten. Und es ist so, dass Pferde ein relativ anfälliges Nervensystem haben. Das heißt, die können schon auch bei Wetterumschwüngen natürlich aus dem Gleichgewicht geraten, sodass es vermehrt zu Krämpfen des Darms kommt und dann natürlich zu Koliksymptomen. Und jetzt sind wir natürlich neugierig nochmal, was ist denn genau eine Kolik? Weil Sie haben es angesprochen, der Pferdemagen ist nicht optimal gebaut oder die Därme sind gar nicht so in einem Magen, wie man es beim Menschen kennt, oder? Kolik kann im Prinzip jeden Abschnitt des Verdauungstraktes betreffen, vom Magen angefangen über den Dünndarm, den Blinddarm, den Dickdarm, den Enddarm. Je nachdem, welcher Abschnitt erkrankt, kann das natürlich unterschiedlich schwerwiegende Konsequenzen haben. Es gibt aber auch Koliksymptome, die gar nichts mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun haben. Pferde haben einfach nicht so viele Möglichkeiten, Schmerz zu äußern. Das heißt, die relativ typischeren Symptome wie Scharren oder Schwitzen, Unruhe können durchaus auch bei schmerzhaften Erkrankungen der Muskulatur, zum Beispiel bei einem akuten Kreuzverschlag auftreten oder auch bei Erkrankungen der Brusthöhle, also wenn so eine Erguss in der Brusthöhle, eine Brustfellentzündung vorliegt, das ist auch sehr schmerzhaft, auch da zeigen sie gelegentlich kolikähnliche Symptome, weil das zum Beispiel bei Nierensteinen oder Blasenentzündungen, das sind im Pferd auch sehr schmerzhaft, da können sie ebenfalls kolikartige Symptome aufweisen, die man dann natürlich in der Untersuchung differenzieren muss. Jetzt können die Pferde den Schmerz nicht äußern, wie Sie gesagt haben. Wie kann ich denn als Besitzer wissen, ob Kolik vorliegt oder muss ich generell den Tierarzt rufen, wenn das Pferd sehr unruhig ist, schwitzt oder sich im Kreis dreht oder sonstige typische Koliksymptome zeigt? Das wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt natürlich auch unter Anführungszeichen harmlosere Koliken, wie die Krampfkoliken, die sich doch von selbst auch lösen können. Aber es kann eben auch sehr unangenehm weitergehen, dass es im Zuge dieser Krampfkolik zu einer Aufgasung kommt und dann zu einer Dickdarmverlagerung, die sehr ernst werden kann. Oder dass aus der Krampfkolik wieder der Darm dann irgendwann so krampft, dass er nicht mehr weiter transportiert, wenn er einen Dauerkrampf erleidet, kann auch eine Verstopfungskolik daraus werden. Des Weiteren können schon wieder Abschnitte arbeiten, andere aber noch stillstehen, wodurch zu Darmverschlingungen kommen kann. Das heißt, auch an und für sich jetzt nicht so dramatisch aussehende Koliken sind immer ein dynamischer Prozess und deswegen kann man nicht sicher sagen, das wird gut ausgehen und sollte in jedem Fall einen Tierarzt zuziehen. Was tue ich, solange der Tierarzt kommt? Spazieren gehen und Efortil geben oder was mache ich so lange? Also spazieren gehen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das Futter entziehen ist unbedingt notwendig. Ja. Gerade wenn es eine Verstopfungskolik ist, fressen die Pferde häufig noch, obwohl sie eh schon bis über die Ohren verstopft sind. Das ist nicht sehr hilfreich. Das heißt, man sollte das Futter wegtun und sie, wenn sie auf essbarer Einstreu stehen, auch eventuell einen Maulkorb anbringen oder die Einstreu wechseln auf irgendeine alternative Streu, die sie nicht fressen. Und Efortil würde ich nicht präferieren. Efortil macht nämlich die Gefäße eng und dadurch beeinträchtigt sie die Durchblutung des Magen-Darm-Trakts, der Niere. Das heißt, das ist gar nicht so unbedingt hilfreich. Es ist zwar Kreislauf unterstützend, aber vor allem eben auch, weil es den Blutdruck erhöht durch eine Engstellung der Gefäße. Das kann sich auf manche Organe, auch den Magen-Darm-Trakt, eher ungünstig auswirken, genauso wie Kaffee, von dem ich auch abraten würde. Man kennt das von sich selbst, von man kriegt ein bisschen Herzrasen. Genau, und das ist auch beim Pferd so. Die haben auch eine sehr lange Halbwertszeit bei Koffein. Das heißt, die haben noch sehr lange was davon, wenn die Kolik schon längst vorbei ist, dass sie Herzrasen haben. Und die beschleunigte Herzfrequenz führt natürlich jetzt nicht unbedingt dazu, dass die Durchblutung verbessert wird, weil ja das Blut schneller pumpt. Das heißt, das würde ich jetzt bei einem Koliker nicht einsetzen. Gibt es irgendwas, was man zwischenzeitlich geben sollte oder besser nicht experimentieren und nur spazieren gehen, wenn das geht? Es ist wahrscheinlich am sinnvollsten, nur spazieren zu gehen. Was man versuchen kann, sind diese ätherischen Ölmischungen, die es so gibt, wie das Colossan oder Vergleichbares. Wenn das Pferd aufgegast ist, kann das unter Umständen einen positiven Effekt haben. Es gibt keine belegbaren Wirkungen, aber es schadet zumindest nicht. Ja, und beruhigt den Besitzer. Ja, genau. Und es ist natürlich so entblähende Substanzen, die da drinnen sind, wie Anis, Fenchel, Kümmel und so,
können schon auch natürlich unter Umständen positiv wirken. Wenn die Pferde bei Ihnen sind, dann ist es ja normalerweise dann wirklich schon akut. Wann werden denn Pferde wegen Kolik operiert und macht das bei älteren Pferden noch Sinn oder ist so eine Operation immer eine zu große Belastung dann auch? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also operiert werden sie dann, wenn eine chirurgisch zu behebende Kolik vorliegt. Das heißt, wenn wir eine Dünndarmverschlingung haben, eine Dickdarmverdrehung, die konservativ nicht behoben werden kann. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das versuchen wir natürlich mit unseren Untersuchungen herauszufinden, ob wir den Pferden mit Medikamenten, mit Infusionen, mit Magenspülungen über die Nasenschlundsonde helfen können oder ob es erforderlich ist, das Pferd zu operieren. Mhm. Das kann sich auch erst im Verlauf der Kolik ergeben, weil das eben ein dynamischer Prozess ist, dass wenn sich eine Verstopfung löst, sich dann trotzdem der Darm noch verdreht oder so. Darum ist auch eine engmaschige Überwachung sehr wichtig. Mhm. Das Alter an und für sich ist pauschal kein Ausschlussgrund. Natürlich ist es ein großer Eingriff und es spielen schon auch Vorerkrankungen mit rein, weil die Pferde nachher natürlich eine gewisse Phase der Ruhe einhalten müssen. Und wenn die andere multimorbide Erkrankungen haben, die das nicht so gut vertragen, wie schwere Sequines, Asthma oder Arthrosen, muss man sicherlich darüber nachdenken. Das ist beim älteren Pferd bestimmt häufiger als bei dem jüngeren. Aber generell ist Alter nicht mit einer schlechteren Prognose verbunden. Wir haben auch schon ein 35-jähriges Pony operiert, das gesund nach Hause gegangen ist. Das heißt, das alleine würde ich jetzt nicht als problematisch ansehen, sondern eher die Sekundärerkrankungen, die dann vielfach vorliegen, wo man dann abwägen muss, was dem Pferd zuzumuten ist. Wie lang darf denn so eine Kolik andauern und was macht man danach? Wie Sie gesagt haben, Ruhe ist wahrscheinlich einige Tage angebracht oder geht man mit denen spazieren oder was ist so? Nicht unbedingt. Also die Kolikdauer ist sehr unterschiedlich. Also gerade Verstopfungskoliken können auch über mehrere Tage bestehen, trotz abführender Therapie, je nach Ausmaß und Härtegrad der Verstopfung sozusagen. Das heißt, das an und für sich ist jetzt aber nicht so problematisch. Die Pferde müssen natürlich unterstützt werden, unter Umständen mit Infusionen oder Flüssigkeit über den Magen-Darm-Trakt, über die Sonde, mit Abführmitteln, bei Bedarf Schmerzmittel, aber an sich sind sie in einem guten Zustand. Mhm. Andere Kolikformen dagegen sind oft schon nach einer halben Stunde tödlich, wie zum Beispiel eine komplette Drehung des Dickdarms um 360 Grad. Mhm. Dann werden die Gefäße so stark abgeschnürt, dass der Darm binnen kürzester Zeit abstirbt, Giftstoffe freigesetzt werden, die Komplikationen nach sich ziehen und dann ist oft nicht einmal mehr chirurgische Hilfe möglich. Mhm. Das heißt, die Kolikdauer an und für sich ist noch kein Kriterium. Wie es danach weitergeht, hängt natürlich auch von der Kolikart ab. Bei einer Verstopfungskolik ist zum Beispiel Bewegung sehr, sehr wichtig, dass der Darm in Schwung kommt. Generell bei den meisten konservativ zu behebenden Koliken ist Bewegung wichtig, natürlich jetzt nicht im Sinne von hartem Training, wo die Pferde schwitzen, aber durchaus eben lockeres Reiten, viel freier Auslauf. Das ist etwas, was wir dann präferieren. Und ansonsten werden die natürlich diätetisch versorgt. Das heißt, langsam nach der Kolik wieder mit Heu angefüttert, bis sie auf der vollen Ration sind, über mehrere Portionen am Tag aufgeteilt. Und nach einigen Tagen wird dann auch langsam wieder, sofern sie es bekommen, Kraftfutter dazugenommen. Man schaut zu Beginn, dass sie nicht auf Stroh stehen, weil sie ja doch noch hungriger sind und Stroh durch den Ligningehalt schwerer verdaulich ist und wieder Verstopfungen begünstigen kann. Und stellt sie ein paar Tage auf andere Einstreu und mischt dann unter und stellt sie dann erst allmählich wieder um, damit sie eben nicht zu viel knabbern. Da würde ich Sie gerne eine Zusatzfrage noch stellen. Haben Sie eigentlich das lieber, wenn die Pferde generell auf Streu stehen oder besteht da wieder die Gefahr, dass sie, wenn sie hungrig sind, die Sägespinne oder was fressen und das wiederum schlecht ist? Kann man so nicht sagen. Natürlich ist Stroh eine gute Einstreu, gerade weil eben auch lange Fresspausen vermieden werden, wenn die Pferde Stroh zum Knabbern haben. Es wäre aber schon wünschenswert, dass sie ausreichend Heu zur Verfügung haben, um eben nicht übermäßig an das Stroh zu gehen. Und das ist auch meistens der Grund, warum sie dann mehr Einstreu fressen, weil sie eben nicht genug Heu haben, die Fresspausen zu lange sind und sie dann natürlich hungrig werden und Magenweh bekommen, schon 4 Stunden fasten können, beim Pferd Magengeschwüre auslösen. Das heißt, wäre eher zu schauen, dass durch Slow-Feeder-Systeme, engmaschige Netze oder ähnliches, die Fressdauer des Heus, der Gesamtmenge des Heus verlängert wird, damit sie nicht so lange Fresspausen haben und nicht so viel an die Einstreu rangehen. Okay. Gibt es eigentlich Langzeitschäden bei Koliken?
Das kann man auch wieder nur in Abhängigkeit von der Kolikart beantworten. Aber grundsätzlich ist es schon so, alles, was chirurgisch zu beheben ist, ist natürlich von der Prognose her etwas vorsichtiger. Ja. Einfach weil hier unter Umständen der Darm bereits einen gewissen Schaden erlitten hat, der auch Langzeitfolgen nach sich ziehen kann, wie Verklebungen von Därmen untereinander oder in der unmittelbaren postoperativen Phase auch Bauchfellentzündung oder durch die Giftstoffe, die ins Blut eingeschwemmt wurden, Probleme wie Hufrehe nach der Kolik, Venenentzündungen und ähnliches. Bei den meisten konservativ zu behebenden Koliken, also Verstopfungen oder ähnlichen, hat man im Regelfall keine Langzeitschäden. Allerdings gibt es schon auch Patienten, bei denen die Verstopfung so hochgradig war, dass die Nerven in der Darmwand geschädigt wurden, welche für den guten Weitertransport des Inhalts verantwortlich sind, sodass es dann zu wiederkehrenden Verstopfungen kommen kann. Das heißt, man sollte das auch nicht zu lange anstehen lassen, weil auch da gewisse Schäden an diesen Schrittmacherzellen beschrieben sind. Gibt es eigentlich No-Gos bei Koliken, die also unwillentlich natürlich machen, für in der Präventionsphase, aber auch dann, wenn es akut ist? Ja, also man sollte, wenn das Pferd behandelt wurde und dann natürlich wieder normal erscheint, es trotzdem nicht gleich weiter füttern, weil in vielen Fällen eben dann doch noch Probleme im Darm, eben Verstopfungen oder so vorliegen, die durch das Schmerzmittel maskiert sind. Ja. Das heißt, es wäre schon wünschenswert, dann trotzdem mal zunächst das Futter zu entziehen. Wir haben das immer wieder, dass Patienten vorbehandelt sind, dann wieder gut drauf waren, natürlich wieder Hunger hatten, die Besitzer sie weitergefüttert haben und das Ganze dadurch aggraviert haben, die Verstopfung. Das heißt, das würden wir schon anraten, da nicht gleich wieder ganz normale Portionen zu geben, sondern die einmal gerne ein paar Stunden hungern zu lassen und dann wieder langsam anzufüttern, wenn keine weiteren Symptome auftreten. Und ansonsten eben von Kaffee würde ich, wie gesagt, auch abraten. Das kann sogar eher schädlich wirken aufgrund der beschleunigten Herzfrequenz und der verminderten Durchblutung. Kaffee sind Sie generell ein Gegner? Auch manche füttern das ja älteren Pferden zu, oder? Ja, da würde ich lieber so Weißdornpräparate bevorzugen. Die wirken mild, wollte ich sagen, und sind auch ganz effektiv bei so leichter peripherer Kreislaufschwäche. Also Kaffee würde ich generell für das Pferd als nicht unbedingt erforderlich ansehen. Frau Berger, es war wirklich ein Vergnügen für mich und sehr informativ. Ich sage herzlichen Dank und hoffe, dass sehr wir gerne uns wiederhören zu einer weiteren Folge auf Trab zu Ihrer anderen spannenden Themen. Dankeschön. Ja. Danke ebenfalls. Wiederhören. Wiederhören. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Yeah.